Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Motorsport Manager im Create Your Own Team Modus. Wir haben das Team Lazy F1 Power, ich bin der Lazy LP und wir fahren los. Ja, nehmen wir mit, auch wenn es nichts bringt, weil 9. oder besser. Ja, wir haben hier gerade mal gute Bremsen, das war es aber auch schon. Das Training wird trocken, heiter bei Sonnenschein. Das Rennen soll regnerisch werden. Gar nicht gut, genau. Wir haben 45 Runden, Reifenabnutzung ist sehr hoch, das freut mich fast. ja, 45 Runden, das wissen wir, wunderbar. Und wir gucken, wie wir das dann hinbekommen werden. Wir sind hier auf dem Streckenlayout F und ja, die Saison wird gestartet. Wir können gucken, wie gut wir sind oder auch nicht gut. Ja, die Predator Racing Group ist nicht sehr viel besser, aber ist um einiges besser. Aber dafür wissen wir, dass die Fahrer nicht so gut sind. Gerade der Evans ist nicht so gut oder Evans oder wie auch immer. Ines Santa Ana, ja, zum Fall für sich, finde ich. Aber egal. So, ja, nichts gegen dich, aber ich lasse lieber ihr Auto selber konfigurieren. Ich habe hier 16 und 26 auf meinem Zettel. Also auf meiner Tabelle. Und 44, 69. So, 44, 69, genau. Reifenauswahl. Du wirst 12 bis 14. Wir haben 45 Runden. Kommt das hin? 45 Runden. Oh. Zwei Stops müssen wir machen. Dort hier kann ich so meine 15 Runden fahren mit. Irgendwie sind die wahrscheinlich wirklich besser. Für beide. So, 16, 26, 44, 69. Machen wir so. Oh. Gehen wir runter auf 63. 69 ist zu weit. Habe ich gar nicht gesehen eben. Das ist, wenn ich jetzt hier 12 Runde fahre. 12 rein, 12 raus sind 24. Oh nee, 19 schaffe ich damit auch nicht. 20, ne, müsste ich sogar 21 mitfahren. Ne, nehmen wir die. Ganz gut. Ich finde das ganz gut so. Zack, wir gehen ins Training rein. Zack, zack. Das springt ja jetzt wesentlich schneller um. Das ist gut. Ich schenken wir auf einen kurzen Mini-Stint. Erst einfach los. Erstmal. Genau. Zack, zack. Und du darfst danach hinterher. Du kriegst aber 12 Runden mit und darfst auch länger draußen bleiben. Das Ganze in dreifacher Geschwindigkeit und zack, reinholen, dann springst du um. Aufgabe ist, unser Blau, das schimmert ganz schön. Ja, im Gegensatz zu den anderen Autos. Sind alle auf der Outlap, Inlap, Ding. Mal lustig. So, wir gucken, ausgezeichnet, ausgezeichnet, gut. Also 93. So, und hier haben wir ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das ist nur gut. Ich fürchte, wir dürfen in diese Richtung. Zack.
Und das Ganze nochmal. Und ab in die Outlap. Und natürlich gleich wieder reingeholt. Ja, vier beste Zeit. Ja. So, was haben wir da jetzt? Hab nämlich gar nicht geguckt. Ich habe auf die Tabelle geguckt. 98, also sind wir auf dem richtigen Weg. Nein, wir sind richtig. Ist ja Burner. Ja, das wird zu viel sein. So, könnten wir vielleicht ein 99er Setup oder so ausgekitzelt haben. Dann bringen wir dich rein. Wir merken uns nochmal. Geblieben. Dich haben wir runter auf 63 und dich haben wir hoch auf 56. Wunderbar. Die Reifen bleiben. Tschüss, du darfst rein. Und du darfst jetzt ein bisschen Gas geben. Zack, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Großartig. Das ist doch super. 98 jetzt schon. Ist aber nur großartig. So, wir gehen mal um einen auf 50. Wir gucken. Zur Not haben wir noch ein 98er Setup, damit wir die Reifen und auch den Renntrim hochkriegen. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Das ist gut. Wir schicken dich jetzt raus und danach gleich wieder rein. Zack. So, Gomez. Ja, Gomez ist noch in der Outlap. Ah, es geht jetzt gerade rum. Renntrim haben wir auf Stufe 1, Reifen haben wir auf Stufe 1. Und wir wurden hier gerade überholt. Am 11. Platz, Jonsdottir. Ist immer noch großartig. Und auch 98. Leicht dazwischen. Bloß wie kriegen wir den dazwischen? Ah, der war ein bisschen weiter nach da. Und mal gucken. So. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Wir haben 98er Setup. Ich möchte jetzt nicht lange rumfischen. Ich versuche hier noch auf Platz, auf Stufe 2 alles zu kriegen. Reifen und Runden ist noch okay. Hier schaffen wir das wahrscheinlich. Es bleibt trocken, so wie es aussieht, auch wenn es langsam bewölkter wird. Grip ist genug, wird immer mehr. Wunderbar. Gomez ist langsamer unterwegs gewesen als Anthony. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber macht nichts. Wir wollen ein bisschen auf dich gucken. Wir können ja mal gucken. Keine Boni und du auch nicht. Okay. Noch 2 Minuten und wir sind auf Stufe 2 überall. Wunderbar. Renntrim Stufe 2 und die Soft Reifen weich. Also die soften Reifen haben wir auch auf Stufe 2. Ja, können wir reinholen alle. Ach, die sind auch noch hintereinander. Gott, egal. Zeit ist sowieso gleich abgelaufen. Auf Stufe 3 würden wir es nicht mehr schaffen. Okay. War es nicht. Das war schlechter als das. Weil es so halt einfach ein Stückchen weiter nach da machst du. Nee. Wieder zurück. Weil dann bist du wieder da. Das heißt, wir müssen dich so machen. Nee. Aber wir hatten dich so gemacht. Und das ist schlechter. Also muss der weiter nach da, aber der auch. Ja, das ist okay. Das ist zu viel. Zu viel.
Da war das ja in Ordnung, aber du nicht. Bügeln? Nee. Ich lass das so. Ist mir egal. Also diese Einstellung. Weil. Ist besser. Gut, dann können wir hier auf Abbrechen gehen. Kann die Zeit weiterlaufen. Hier bei dir ist. Hat sich was verändert? Oh. Okay. Das heißt. Dieser hier. Das war das wahrscheinlich. Genau. Ne, andere Richtung. Vielleicht so. Nochmal eben schnell. Zack, zack, zack. Genau. Wunderbest. Ist noch unterwegs, dann kriegen wir da drauf noch. Kriegen wir da drauf wenigstens noch eine Bewertung. Und tut sich da immer noch was? Nee, ne? Mal gucken, was die Einstellung sagt. Ja, die Zeit, das interessiert mich nicht. Es regnet wirklich. Das heißt, unsere Reifeneinstellung nützt uns gar nichts. Neunter oder besser, ja, das ist Sponsoring halt. So, das war das freie Training. Ich hoffe, wir sehen uns morgen und übermorgen zum Rennteil 1 und 2. Wieder hier beim Motorsport Manager. Create your own team mit Lazy F1 Power. Ich bin der Lazy LP und ich bin raus. Bis denn dann. Bye bye.